Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. So, wir haben jetzt auch wieder alle Begleiter bei. Hallo Rüssi. Kotzwurf ist jetzt auch wieder an Bord und ich habe mir jetzt mal... Oh, das Licht ist gerade ein bisschen unpraktisch. So, ich habe mir jetzt auch mal ein bisschen viel Stuff mitgenommen. Das kann man jetzt hier unten sehen. Und bevor wir jetzt mit Dima reden, würde ich gerne das hier auch noch mitnehmen. Nee, gerade nicht. Und zwar möchte ich jetzt gucken, dass wir jetzt die Rüstung uns noch kaufen können. Ich hoffe, das klappt. Also es ist sehr viel Stuff, den wir bei haben. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Ja. So, ich suche aber jemanden ganz speziellen. Wenn Dima nicht wäre, wären die meisten von uns jetzt wohl tot. Normalerweise sternt er doch immer hier. Jetzt sagt mir nicht, dass der noch hier irgendwo nicht mehr ist oder so. Macht mir mal keine Angst hier. Wo ist Cock? Ist er nicht Cock? Eines Tages gehe ich da raus und schaue mir den Rest der Welt an. Ach, da hinten ist er. Habe ihn gefunden. Habe ihn gefunden. Ah, das dürfen wir ja auch nehmen, okay. Brauchst du was? Ja. Zeig mal, was du so hast. Lass uns Geschäfte machen. So, er müsste ja eigentlich noch eins unserer Rüstungsteile haben. Da ist es. So, und wir müssen jetzt gucken, dass wir das jetzt irgendwie zusammenklamust kriegen. Heißt, wir drücken ihn natürlich alles in die Hand, was wir haben. Ich habe extra nochmal das ganze Zeug geplündert aus unserer Lagerbuchse. Und er kriegt jetzt alles, was wir so gesehen besitzen. Was wir natürlich auch nicht brauchen. Da habe ich noch ein paar Unterschiede gemacht. So, jetzt sind wir schon bei 14.000. Sieht schlecht aus, aber wir haben halt noch ordentlich Drogen. Vielleicht reißen die das jetzt noch raus, ich hoffe es. Ah, komm, ich gebe dir jetzt auch den Mutterbeeren-Tee mit drauf. Nuka Free, Orangen, Overdrive, Psychojet, Red Eggs, Red Away, Schlingenbrei. Oh, das sieht sehr, sehr knapp aus. Ach komm, ich gebe dir alle. Ultrajet, Wim. Werden wir jetzt auch verhökern. War uns Gebräu. Oh nein, das reicht nicht. Das reicht nicht. Nein. Shit. Haarklammerbox haben wir? Okay. Warum haben wir eine Haarklammerbox? Egal, kannst du haben. Haben wir hier noch irgendwas? Mylock-Panzer. Okay, darfst du auch haben. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja, technische Dokumente. Das bringt uns alles nicht weiter. Ja, und das, was wir hier gefunden haben, ist halt auch ein bisschen zu wenig. Ich habe auch noch Mods mitgenommen. Reicht das dann vielleicht? Immer noch nicht. Fusionskerne. Wenn ich dir einen Fusionskern gebe, dann könnte es gerade so reichen. Wir haben aber dann so gut wie nichts mehr, aber wenigstens das Bruststück. Oh Mann, das wird richtig, ja, reduziert den Schaden bei den Stehen und sich nicht bewegen um 15%. Ist an und für sich sehr, sehr geil. Na gut, wir nehmen es jetzt so. Der hat jetzt ordentlich Items dazu gekriegt. Und wir haben eine neue Brust dazu bekommen. Einziger Nachteil ist halt, ja. Haben wir jetzt fast nichts mehr. Und ein Rüstungsteil müsste es noch geben. Jetzt müssen wir gucken, dass wir Kronkorken machen. Es tut mir leid, aber ich habe Chase auf dich angesetzt. Sie hat gesehen, wie du den Nukleus betreten und verlassen hast. Also, was war in meinen Speicherbänken? Wird es jetzt leichter sein, den Konflikt auf der Insel friedlich zu lösen? Ich habe eine Erinnerung von dir über einen Startschlüssel.
Du wusstest, wie man das U-Boot im Nukleus explodieren lässt. Gib mir einen Moment. Ich muss mich selbst erinnern. Ich wollte den Startschlüssel also vergessen. Armer Beichtvater Martin. Habe ich ihn die ganze Zeit belogen. Das U-Boot rostet im Trockendock vor sich hin. Die Rakete wird die Basis treffen, sonst nichts. Den Nukleus. Wo die Kinder des Atoms leben. Der Schlüssel darf nicht in falsche Hände gelangen. Im Nukleus leben außer den Fanatikern, die Verhaber bedrohen, auch Unschuldige. Ist der Nukleus das überhaupt wert? Beurteile sie nicht nach Beichtvater Tektes Aktion. Er hat ihre Angst und ihren Hass genutzt, um sie gegen Verhaber aufzubringen. Aber es ist noch Zeit, sie davon abzubringen. Ich habe den Schlüssel schon gefunden. Niemand wird ihn benutzen. Danke. War sonst noch was in meinen Erinnerungen? Etwas, das uns hilft, Frieden zu stiften? In einer Erinnerung hast du einen Schalter installiert, um die Energie in Fahrhaber abzuschalten und sie dem Nebel zu überlassen. Auf diesem Holoband. Lass mich mal sehen. Ich erinnere mich. Ich fürchtete, Fahrhaber könnte sich gegen uns wenden. Uns als zu verschieden ansehen. Also habe ich einen Notfallplan erstellt. Massenmord. Ich versteckte den Code, weil ich den Gedanken an seine Nutzung nicht verkraften konnte. Dann versteckte ich die Erinnerung, weil ich nicht mal das Wissen darüber aushielt. Was habe ich getan? Wenn die Kinder des Atoms jemals diesen Code erhalten, werden sie Fahrhaber vernichten. Warum sie retten? Haben die Kinder nicht einen Grund, Fahrhaber zu hassen? Als der Nebel schlimmer wurde, töteten die Leute aus Fahrhaber einen Missionar der Kinder. Seitdem gibt es nur noch Hass und Blutvergießen. Aber Mord ist nicht die Lösung. Keine Sorge, Dima. Die Kinder des Atoms kriegen den Code nicht. Ich beschütze Fahrhaber. Gut. Jetzt müssen wir einen Weg finden, diesen Konflikt zu beenden. Hast du noch was in meinen Erinnerungen gefunden? Deine Erinnerungen haben mich zu einem Grab geführt. Du hast Captain Avery getötet und durch einen Synth ersetzt, um Fahrhaber zu kontrollieren. Was? Das ist unmöglich. Lass mich sehen, was du gefunden hast. Ich habe es getan. Ich habe eine Frau aus Fahrhaber getötet und ersetzt. Ich habe einem Synth die Identität genommen und ihn als Agent missbraucht. Warum hast du das getan? Ich musste in Fahrhaber für Ruhe sorgen. Eine Stimme der Vernunft. Ein Beispiel dafür, wie die Menschen sein sollten. Wie wir gleichberechtigt zusammenleben können. Aber ich konnte mit der Erinnerung an das Blut an meinen Händen nicht leben. Ein Mensch und ein Synth sind wegen mir tot. Denken wir pragmatisch. Wie geht's jetzt weiter? Du hast recht. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was jetzt zu tun ist. Ich sehe die Dinge langsam klarer. Wir müssen das vor Fahrhaber geheim halten. Wenn sie wüssten, was ich getan habe, würden sie nicht nur mich vernichten, sondern auch Arcadia. Und ohne uns werden die Nebelkondensatoren irgendwann versagen. Und alle werden sterben. Ich habe eine Idee. Es gibt noch eine Chance auf Frieden. Aber die Tatsache, dass ich einen Menschen durch einen Zünd ersetzt habe, muss geheim bleiben. Du hast das alles allein getan? Niemand aus Arcadia hat mitgemacht? Was ich getan habe, widerspricht unseren Idealen. Ich habe es sogar vor mir geheim gehalten. Es kann also sonst niemand beteiligt gewesen sein. Ich halte es geheim, Dima. Danke. Vielleicht hilft mir mein Schuldgefühl, mich zu konzentrieren. Auch wenn es schrecklich klingt. Diese Erinnerung hat uns eine neue Möglichkeit eröffnet. Wenn Fahrhaber durch uns etwas ruhiger werden kann, vielleicht funktioniert das auch nochmal bei den Kindern des Atoms. Wir könnten Tektes durch jemanden ersetzen, der bereit ist, Fahrhaber zu vergeben und eine Lösung zu finden. Wenn das Frieden für die Insel bedeutet? Gut.
Beschreib mir deinen Plan. Das wird nicht einfach für uns beide. Aber wir haben keine andere Wahl. Ich will, dass du deinen Einfluss nutzt, um den Hohen Beichtvater an einen abgelegenen Ort zu locken. In der Kommandozentrale solltest du einen Ort finden, an dem du dich diskret um ihn kümmern und die Leiche verschwinden lassen kannst. Wenn du fertig bist, komm zurück. Dann wird unser Ersatz losziehen und das Kommando übernehmen. Müssen wir den Hohen Beichtvater töten? Es wäre der sicherste Weg, ihn unschädlich zu machen. Aber jede Methode, bei der Tektis für immer seine Macht verliert, sollte funktionieren. Geben die Kinder auf, nur weil dieser Ersatz es ihnen sagt? Ja, sie mögen unzufrieden sein, aber die Kinder haben gesehen, was mit denen passiert, die ihre Meinung sagen. Unser Ersatz wird diese Angst für das Wohl aller nutzen. Glaubst du wirklich, du bekommst einen überzeugenden Ersatz hin? Ja. Da wir Synths helfen, das wieder zu erlangen, was sie verloren haben, kennen wir uns mit Erinnerungslöschungen und Gesichtsoperationen aus. Und ich kannte Tektis sehr gut, als er noch in der U-Boot-Basis lebte. Ich nutzte das als Basis für die Erinnerungen unseres Ersatzes. Du musst dich nur um den echten Beichtvater Tektis kümmern, während ich einen Freiwilligen vorbereite. Okay, ich mach's. Vorschläge, wie ich ihn allein erwische? Tektis hat ständig Angst, dass ihn sein Vorgänger Martin entmachten könnte. Auch wenn Martin sehr wahrscheinlich tot ist. Aber wenn du einen Beweis für Martins bevorstehende Rückkehr hast, wird Tektis sicher mit dir reden wollen. Unter vier Augen. Wir müssen nur Martins Auferstehung inszenieren. Dazu brauche ich etwas Material. Martin hat viele unserer Gespräche aufgezeichnet. Die im Nukleus wurden mit Sicherheit vernichtet. Aber ich habe vor vielen Jahren für Martin eine kleine Zuflucht gebaut, wenn er Ruhe brauchte. Vor der Familie. Geh dorthin und sammle sämtliche Bänder ein, die du finden kannst. Ich arbeite so lange an unserem Ersatz. Und hier. Ich möchte, dass du auch das bekommst. Für das, was du für uns getan hast. Arcadia Schild. Plus 1 Beweglichkeit, Intelligenz und Ausdauer. Na gut. So sollte das Leben sein. Ja, jetzt muss ja die nächste Quest kommen. Ich denke mal, es ist das Beste, was wir machen können. Das ist nun mal ein Geschehen entfernt. Achso. Ich schaffe Martin Solobänder. Ich denke mal, es wäre das Beste, wenn wir uns jetzt hier für die drei Fraktionen jetzt für die Arcadia erstmal besänftigen. Weil wir können ja notfalls, da wir ja bei der Bruderschaft sind, das Ganze ja nochmal mit der Bruderschaft nachziehen. Aber ich denke mal, wenn hier Frieden auf der Insel ist, ist das, denke ich mal, besser. Gut. Da müssen wir jetzt mal gucken, wo das Ganze ist. Oi. Ja, wir schaffen Martins Holobänder. Das ist, benutze den Startschlüssel. Um den Nuklear. Wir haben immer noch den Startschlüssel? Okay. Ja, gut. Dann laufen wir jetzt mal los. Wir haben ja jetzt einen schönen Geschwindigkeitsboost durch die Schulter. Und ich bin am Überlegen, mal kurz nochmal in den Nukleus reinzugucken und zu gucken, ob ich den NPC endlich finde. Also, wie gesagt, in den Kommentaren wurde es ja auch schon geschrieben. Aber ich weiß nicht, irgendwie. Ist nicht so mein Ding da. Bei dem Nukleus. Oh. Dann nehmen wir uns mit. Ja, bin ich. Kotzwurf. Und wir müssen unbedingt gucken, dass wir noch irgendwie Kronkorken zusammenkriegen. Das ist auch nochmal so ein Ding. Aber na gut. Jetzt laufen wir erstmal gerade wie runter. Ist aber auch mal was Schönes, ohne Power-Rüstung rumzurennen. Also ich weiß jetzt halt nicht, ob die Rüstung uns jetzt so viel Schutz gibt oder eher nicht so. Was haben wir denn da? Ein Kaninchen! Aufs Kaninchen! So, das Bein. Zack, erwischt. Oh, das lebte noch. Aber so sieht es auch eigentlich ganz normal aus.
Warum heißt du Radkaninchen? Bist halt nur ein bisschen schmuddelig. Aber wir haben jetzt wieder Fleisch. Also, ja. Okay, warum kommen mir jetzt ständig Karnickel entgegen? Also Fleisch haben wir jetzt auf jeden Fall. Schon mal genug. Gut, also wir rennen jetzt einmal mal direkt jetzt zum Nukleus. Das müsste jetzt in die Richtung hoch sein. Da werde ich noch mal gucken, dass wir den Händler finden. Und dann werden wir uns dann um die Holobänder kümmern. Wird jetzt also wohl wahrscheinlich wieder ein paar Rennerfolgen geben. Aber na gut. Vielleicht finden wir ja noch was, wo wir noch nicht waren. Können aber mal ein bisschen aufräumen oder so. So. Und jetzt mal hier nochmal kurz was anderes. Und zwar werde ich mal was trinken und was essen. So, jetzt müssen wir hier irgendwann auch hochrennen. Muss ich bloß aufpassen, ich darf halt jetzt nicht so weit runterlatschen, weil ich habe jetzt keine Power Armor an. Das heißt, ich kriege jetzt ordentlich Fallschaden. Also immer vorsichtig die Berge runterklettern. So. Aber die Rüstung schützt bis jetzt gar nicht mal so schlecht, finde ich. Na, außer man geht schwimmen. So wie ich jetzt. Gut. Dann haben wir das jetzt auch gleich hinter uns. Oh, ich bin ein bisschen falsch abgebogen. Hehe. Hier langsam wieder runter. Man ist halt gewohnt, mit der Power Armor rumzurennen. Und hier, die Fanatiker haben ja so eine... Lass dich leiten von seinem Licht. ...selbe Rüstung an, aber halt auch nicht immer alles komplett. So, und jetzt gucken wir nochmal schnell nach den Händler, weil irgendwie... Ich habe ihn bis jetzt immer nicht richtig gesehen oder ich bin zu blind. Keine Ahnung. Jetzt werden wir nochmal gucken. Weil nicht, dass der jetzt auch noch ein Rüstungsteil hat. So, hier. Und dann müsste das, glaube ich, entweder eins drunter oder eins drüber sein. Drunter sieht falsch aus. Dann gehen wir jetzt eins höher. Ah, hier können wir rein. Fanatiker Warren. Kind des Atoms. Bruder Kane. Verzeihung. Der kommt mir nämlich nicht bekannt vor. Ist das hier jetzt der Händler? Ja, hier waren wir wirklich nicht. Mini-Atombombe. Ein andermal. Okay? Komm morgen früh vorbei. Okay? Ah, der will nachts nicht mit uns handeln. Hm, das ist natürlich doof. Aber das hier sieht wirklich so aus, als wenn wir hier immer dran vorbeigelatscht sind. Na ja, gut, das ist blöd, dass es jetzt... Hier gibt es sogar eine Power-Rüstungsstation hier. Also hier war ich gar nicht. Kommt mir gar nicht bekannt vor. Darf ich hier irgendwo schlafen? Nee, schlafen fremd. Haben wir hier nicht irgendwie... was in der Richtung zum Sitzen oder so wenigstens? Weil wenn wir jetzt schon mal hier sind... Na? Ja, Matratze schlafen fremd. Fremd schlafen sollten wir jetzt nicht. Und hier gibt es auch nirgendwo eine Sitzmöglichkeit, oder? Vielleicht eine Bank oder so? Reicht uns ja schon. Glaube an Atom, so. Dann wirst du niemals fehlen. Ja, ich suche jetzt erstmal eine Sitzmöglichkeit. Hier vielleicht im Aufenthaltsraum. Hier liegt auch ein Bett. Ach, auf der Matratze hätte ich sogar schlafen können. Aber schläft schon jemand.
Ah, sonst Sitzmöglichkeiten gibt es hier gerade nicht so gute. Ah, hier. Hier kann ich mich doch hinsetzen. So, dann warten wir jetzt hier mal Mank der Strahlung. Das ist das super. Hier vielleicht weniger Strahlung. Es ist jetzt auch nicht wirklich viel, aber ich kann hier auch nicht warten. Es ist ja super. Kann ich hier warten? Hier kann ich warten. Hier ist auch keine Strahlung. Gut, dann warten wir hier jetzt mal 6 Stunden. Spulen wir schon mal vor. So. Dann sind wir ein bisschen durstig und hungrig geworden, aber das dürfte gehen. Ja, Kotzwurf. Jetzt müsste es doch jetzt eigentlich wieder Tag sein, oder nicht? Bist der erste Waldbewohner, der sich den Kindern anschließt. So. Ah, er ist auch oder da. Oder Kane? Warte. Du hast doch die Mutter gesehen. Gutes Omen. Suchst du Waffen? Munition? Hab eine Menge Gamma-Patronen. Die Leute hier sind für eine religiöse Gemeinschaft schwer bewaffnet. Diese Insel ist gefährlich. Voller Ketzer, Fallensteller, Nebelbestien. Atom mag uns dieses Königreich vermacht haben, doch nur damit wir es beschützen. Darf ich dir etwas zeigen? Okay. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hab das Visier selbst eingestellt. Okay. Kiloton Radiumgewehr. Die Kugeln explodieren beim Einschlag und richten. Oh. Warum habt ihr so geile Waffen? Explosionswaffen sind eigentlich mit die besten Waffen, finde ich. Weil damit gibt es auch immer schöne Bugs und so. Und sie machen eigentlich auch immer relativ viel Laune. So, dann gucken wir jetzt hier nochmal. Und er hat hier den linken Arm. Für 100. Oh, das ist schon wieder Wahnsinn. Warum so teuer? Oh. Das werden wir uns aber nie leisten können. Ich kann Ihnen jetzt hier das, was wir noch gefunden haben, jetzt in die Hand drücken. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh, nee, nicht mein Fusionskern. Den brauche ich selber noch. Wo ist er? Da. Auch wenn er schon angelutscht ist. Dann könnten wir uns wenigstens die Waffe gönnen. Haben wir noch irgendwas? Acadia Schild. Ja, das behalten wir auch mal erstmal. Ja, kann ich dir noch ein bisschen So-Stuff in die Hand drücken. Das ist meins, das kriegst du nicht. Da werde ich grantig. Ja, hier kriegst du jetzt noch mal ein bisschen Schrott. Oder auch ein bisschen Vorkriegsgeld. Kriegen wir wenigstens wieder ein bisschen was wieder und haben die Waffe mitgenommen. Weil die ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Bei Explosionsschaden werde ich immer ein bisschen hellhörig. Aber gut, dann wissen wir ja jetzt hier, dass der Händler hier steht und auch noch einen Teil hat. Bist du schon mit den Beten fertig? Hatte sie ein... Nee, das bei ihr hatten wir schon gekauft, oder? Bye. Hey. Danke nochmal für deine Arbeit am Deacon-System. Auch wenn es keine Strahlung abgibt. Erspart den Leuten immerhin die Reinigung. Brauchst du Vorräte? Zeig mal, was du so hast. Hier, nimm. Okay, bei ihr hatten wir das Rüstungsteil jetzt auch schon raus, ne? Ja. Das heißt, wir müssen jetzt halt nur noch gucken, dass wir 11.000 Kronen zusammenkriegen. Das ist sau viel. Aber gut. Ich denke mal, das kriegen wir noch hin irgendwie. Notfalls muss ich halt, öfters mal schlafen gehen und... Ja, aber wenn wir nichts haben, haben wir halt auch nichts. Ich denke mal, wir werden hier in Verhaber, denke ich mal, nochmal eine Entdeckungstour machen müssen. Weil wir haben ja jetzt quasi fast alles, verkauft, was wir verkaufen konnten. Am besten müssten wir halt nochmal so eine... Habt ihr das gehört? War wohl doch nichts. Will ja mal hoffen, wa?
Am besten müssten wir halt sowas wie Fallensteller hochgucken, nochmal auseinandernehmen, wo wir halt wirklich viel Fallensteller-Zeug kriegen. Das schwere Zeug behalten wir und Waffen und etc. lassen wir dann auch mal ganz und verkaufen diese dann. Ich denke mal, das wäre ein Plan. So, jetzt muss ich erstmal gucken auf der Karte. Ja, hier müssen wir jetzt rüber, dann müssen wir Atomsquell und dann die Holobänder da hinten. Das passt. So, ich hoffe, das Wasser ist hier jetzt nicht... Nein, wir sind ja keine Powerrüstung. Wir können schwimmen. Alles gut bis jetzt. So, aber ich werde vorher noch mal was trinken und essen. So. Und da wird Tag ist, es macht uns die Strahlung an und für sich nicht viel aus. Weil die regenerieren wir ja meistens gleich wieder weg. Und somit passt das schon. Gut. Hier kommen wir gar nicht hoch. Ich finde das mit dem Laufspeed ist gar nicht mal so schlecht. Das passt ganz gut. Hier für Verhaber. Also ich denke mal, die letzten Questen machen wir dann auch nur in der Rüstung hier. Hier waren wir jetzt aber noch gar nicht, oder? Shit, 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 shit. Wer legt denn hier so eine blöden Fallen hin? Bestimmt wieder die Fallensteller oder so. Dabei wollte ich hier nur ein bisschen Stuff haben. Das Ding überhaupt nicht gesehen. Oh Mann. So, versuchen wir hier erstmal durchzuhoppeln. Und jetzt mal in Richtung Holobänder gehen. Also sobald man hier aber auch weiter in die Höhle reingeht, wird das, hä? Wieso sind wir denn da jetzt hin? Ah, hier durchs Rohr bestimmt. Wilder verbrannter Ghoulen. Na denn, guten Morgen. Feind ausgeschaltet. Achso, falls ihr euch jetzt wundert, was das jetzt eben gerade war, ich habe Rüsti ein abgenutzter Schlüssel. Ah, jetzt. Mal wieder eine neue Stimme gegeben. Da hat jetzt mal die Aggressotron-Rüstung. Ja, die Rüstung redet jetzt wie ein Aggressotron. Da haben wir das erste Holoband auch schon. Hör mal auf zu quatschen. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Ich habe von der Exekution gehört. Unfassbar, dass sie deinen Missionar getötet haben, Martin. Tut mir leid. Bruder Andrews, eine gute Seele. Es ist meine Schuld. Hätte ich erkannt, dass es so schlimm in Verhaber ist, wäre er nie gegangen. Sie geben uns die Schuld für den Nebel in der Stadt, Dima. Und jetzt die Kinder. Das ist Tektes. Er hört nicht zu. Er will Krieg. Glaubst du, die anderen werden ihm folgen? Früher hätte ich über sowas gelacht, aber heute... Viele haben Andrews gemocht. Es hat das Schlimmste in ihnen hervorgebracht. Zorn, Hass. Bei Tektes konnte man es noch tolerieren. Dima, da muss was passieren. Exil. Auswanderung. Wir sollten die Bewohner von Verhaber überzeugen, dass sie weggehen. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Du weißt, dass sie für diesen Ort nicht geschaffen sind. Der Nebel wird jedes Jahr dichter. Wie lange wird es dauern, bis die Kondensatoren überlastet sind? Das ist keine Verbannung, Dima. Das ist Gnade. Tut mir leid, Martin, aber nein. Sie haben dasselbe Recht wie du, hier zu sein. Das Recht? Dieser Ort will sie umbringen! Und jetzt wollen wir alle an die Gurgel wegen des Chaos, das du angerichtet hast, weil sie bleiben durften! Und wenn du das nicht erkennst, dann hast du keinen Grund, hier zu sein! Ich denke, du solltest gehen! Martin, bitte.
Das lässt sich doch anders lösen. Verschwinde! Nun gut, wir reden weiter, wenn du wieder bei Sinnen bist. Oh Mann, wir müssen hier mal ein bisschen Gas geben. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich hatte angenommen, dass du und deine Anhänger hartnäckiger nach dem Startschlüssel des U-Boots suchen. Ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr enttäuscht. Ich will unseren Verpächter nicht erzürnen. Ich denke, ich werd's überleben. Aber müsst ihr für euren Gott nicht bei einer Atomexplosion umkommen? Habt ihr euch nicht aus diesem Grund im Nukleus angesiedelt? Das ist kein Geschäft, Dima. Atom will nichts von uns. Er hat uns die Chance gegeben, etwas Größeres zu werden. Um unsere sterblichen Hüllen zu spalten und Millionen neuer Welten zu schaffen. Wir nehmen einfach die Chance seines Leuchtens an. In welcher Gestalt auch immer. Wenn du den Startschlüssel findest, würdest du ihn benutzen? Das weiß ich nicht. Hast du Angst? Wenn nicht, wäre ich verrückt. Aber wir haben uns hier niedergelassen. Als Freunde, als Familie. Einen Ort, an dem man daheim ist. Genau. Der Nukleus ist ein wahrhafter Segen. Es wäre schwer, solch ein Geschenk zu verlassen, selbst für andere. Aber der Schlüssel ist verschwunden. Bis Atom ihn zurückgibt, musst du wohl bei uns bleiben. Ich denke, ich werde es überleben. Okay, jetzt haben wir hier noch ein neuer Weg. Bei Atom, ich habe sie verloren. Tektis verlangt nach Blut und die Kinder jubeln. Ich flehe um Anstand an sie, flüstern Verräter hinter meinen Rücken. Und ich frage mich, was ich getan habe, dass du sie mir wegnimmst. Aber tief in mir drin weiß ich es. Schwindender Glaube ist ein unbeaufsichtiges Feuer. Es lässt sich nicht mehr entzünden. Und so sitze ich hier, denke über die Glut nach und versuche den Mut zu finden, das zu tun, was ich schon lange aufschiebe. Ich werde also durch diese Tür treten und dann mein Leben von neuem beginnen. Aber zum ersten Mal liegt mein Weg nicht in deiner Hand, Leuchtender. Okay, was haben wir hier? Schwester Gimme kam letzte Nacht zu mir. Sie sagte, sie hätte eine weitere Nacht nachgedacht, wie wir es besprochen hatten. Aber sie könnte nicht ungesehen machen, woran sie glaubt, dass es Atom nicht gibt. Wir haben fast 2 Stunden lang diskutiert, hin und her. Ich habe sie an die Geschenke der Insel erinnert, an Atoms Segen, an die Boten, die ihre Brüder und Schwestern gesehen haben, an die Familie, die Atom ihr geschenkt hat. Das hat sie wohl schließlich beruhigt und sie hat sich wieder schlafen gelegt. Aber jetzt graut der Morgen und ihre Fragen bewegen mich noch immer. Da sind Zweifel, die ich schon eine Weile verdränge. Und ich frage mich, ist Gwynne vielleicht weiser, als ihr selbst bewusst ist? Okay, dann haben wir hier noch eine Mutter-Ikone. Aha. Aber jetzt müssen wir hier langsam raus, weil hier ist halt übelste Strahlung. Und dadurch, dass ich das jetzt halt hier permanent vorlesen lassen habe, haben wir halt einen ordentlichen Strahlendosis gekriegt. Aber gut, wenn wir uns jetzt hier draußen ein bisschen in der Sonne baden und jetzt nicht direkt in der Strahlung reinrennen, dann dürfte es auch wieder runtergehen. Wir müssen hier bloß noch kurz aus der Strahlungssuppe raus. Stellen wir uns hier einfach mal kurz ein bisschen auf die Straße. Dann regeneriert das schön weg. Also Sonne strahlen, macht mal hier euren Sinn. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut, weil ich glaube, das nächste wäre jetzt wieder zurück zu... Ja, gib die mal die Martin Spender.
Dann würde ich sagen, mal jetzt hier mal einen Cut und wir werden uns dann einfach mal teleportieren zu Arcadia. Ich laufe einfach auf Screen einfach mal hin. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.